Wir sind natürlich komplett nass und sollen jetzt als Ober fungieren und Wein einschenken. Hm, ja, das wird ja bestimmt lustig werden. Ja, wir haben ja unsere Brechstange dabei, unser Heizungsrohr. Ja, das wird ja bestimmt lustig. So, dann auf, los geht's los. Der Boden, jawohl. Blöden Viecher. Mann, oh Mann. So, holen wir uns erstmal wieder Rüstung. Boah, ich dachte, was ist das für ein Grunzen hier? Diese Viecher, die sind echt schaurig, ey, ohne Scheiß. Jawohl, super, danke, das haben wir auch wieder drin, ne? Da war noch ein Halm, Helm, Halm. Das Gold rumliegt, ey, das ist ja mega. Damit muss man erstmal. Wir müssen auf jeden Fall rein. Habe ich da nur Lust drauf? Okay. Verboten, warum? Ist am besten Hausschlachtung. Hm, gekühlt mit Voll-Eismaschinen. Mit Volt-Eismaschinen. Hä? Passt überhaupt nicht zusammen irgendwie? Ja, dann wollen wir mal gucken. Meine Cousine hat eine Spelunke in Mesquite. Hab dort mein erstes Geld verdient. Alles für Cannis ausgegeben. Verflucht süßes Zeug. So, jetzt haben wir wieder eine Karte. Ah, hier haben wir, ach, das müssen wir auch noch nehmen. Da scheint es eigentlich abzugehen. So, da wollen wir ihr mal den Wein bringen. Rudolf meint, dass ihr heute den Weg hinein öffnet. Was du, lieber, auf was du sagst! Hohohohoho! Was steht wieder? Muss ich wieder vertragen haben? Das sind die Lieder von früher. Axel Torstein. Uiza. Oh, hübsches Gesicht da. Kein Foto von Anna. Die wollen heiraten. Dann haben sie auf dem Toilettenboden gefunden. Was soll ich denn sonst damit Notiz von Officer Albert, 17. März. Ich bin jetzt einen Monat hier. Allmählich bekomme ich Heimweh. Helga hängt mir im Genick.
Seit ich diesen verdammten Laderoboter geschrottet habe, ich muss ihr irgendwie beweisen, dass ich ein strahlendes Beispiel eines guten Soldaten bin. Aber wenn ich ehrlich bin, treiben mich diese Katakomben in den Wahnsinn. Ich habe neulich eine von Randolphs Notizen gelesen. Er schreibt etwas über unberechenbare alte Technologie und dass dort unten etwas Gefährliches auf uns warten könnte. Ich war mit Helga schon bei zu vielen Ausgrabungen wie dieser und weiß inzwischen, dass es inzwischen Himmel und Erde eine Menge Dinge gibt, die nur darauf warten, hervorzukriechen und die Welt in Schutt und Asche zu legen. Also nehme ich ihn beim Wort und gehe mich heute Gassauf besaufen. Okay, dann geht's. Helga von Schops, ja, die sieht ja aus wie Helga leitet die archäologische Spezialeinheit. In jungen Jahren infizierte sie sich mit Polio, wodurch ihr linkes Bein gelähmt wurde. In ihrer Kindheit ging sie kaum vor die Tür und las Bücher über Archäologie und Okkultes. Ihr geerbter Wohlstand möchte es ihr möglich, die Welt zu bereisen, Gräber auszuräumen und Artefakte zu sammeln. General Totenkopf, der schon früh ihr großes Potenzial für das Regime erkannte, rekrutierte sie bei einer Flasche Wein in der Wüste von Kairo. Wow, romantisch! Hinterlandstraße will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Freunden. Okay, ich bin in der Höhle des Löwen. Jetzt muss ich nur noch diese Akte finden. Schritten. Nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist der Weinbäcker. Zentrales Sicherheitsamt, 8. März, Helga. Auf Anordnung des General Strasse wurde ich damit beauftragt, das König-Otto-Projekt in die Hand zu nehmen. Wie Sie sicherlich bereits wissen, hat der General seit geraumer Zeit ein Auge auf Ihr Projekt geworfen. Er war von schnellen Ergebnissen ausgegangen, die uns taktische Vorteile gegenüber den feindlichen Streitkräften verschaffen würde. Aber sie konnten bislang nichts dergleichen vorweisen. Da wir bereits zusammengearbeitet haben, bin ich mir ihrer Fähigkeiten bewusst, die sie durch die Entdeckung der Pergamente von Istanbul, die für die Entwicklung von General Strasse, neuen Kriegsmaschinen, von größter Bedeutung sind, noch einmal unterstrichen haben. Aber ich mache mir Sorgen, dass sie vergessen könnten, dass wirklich wichtig ist und stattdessen persönliche Vorlieben nachreifen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, selbst nach Wolfsburg zu reisen, um zu sehen, wofür sie das viele Geld für ihre Abteilung bisher ausgegeben haben. Ich werde bald eintreffen, Major E. Schreiner. Nicht zu früh, ich sterbe von Durst. Sie trinken zu viel. Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Mein lieber Ober, Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Scheiße. Okay, ich habe Helgas Akte. Mann, das war leichter als gedacht. Ich muss nur noch hier rauskommen. Ja, das wird wohl nichts. Okay. Setzen Sie sich. Schreiner. Emmerich Schreiner, Oberst der Spezialeinheit, stammt aus einer bürgerlichen Familie. Er ist eines der wichtigsten Mitglieder aus General Totenkopfs Führungsstab und wurde von Totenkopf persönlich nach Wolfsburg gesandt.
um dort Helga von Schöps und die von ihr geleitete Ausgrabung im Wolfsburg zu überwachen. Also es ist ja sehr übersichtlich, dass auf einmal die Akte da fehlt. Ne? Also das war ja. Wie heißen Sie? Das geht hier überhaupt nichts an. Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Und? Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los, probieren Sie. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Naja. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Aber trotzdem trinkt sie ihn. Der ist sauer, um Gottes Willen. Doch nicht? Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Na, ich mache jetzt mal nichts. Mal gucken, was passiert. Trinken Sie aus. Franz. Ich habe keinen Durst. Ich habe keinen Durst. Ich will mich doch nur benebelt machen. Oh, guck mal, schickes Bild. Ein Krug Wein, ein Krug mit ich Bier. Ich sagte, trinken Sie aus. Nein, trink du doch dieses hässliche Plörrzeug. Oh, eine schöne Rüstung mit Schwert. Geil. Da kenne ich damals von, ja, Resident Evil 4 her. Ja, und? Ich weiß, da steht jetzt ein Becher Wein. Und wie geht's jetzt weiter? Oh, ich will doch nur hier raus. Ja, komm. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß. Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist. Was? Sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz. Ich hab die doch gar nicht. Was? Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Oh, wir unter... Ja. Erschießen Sie ihn! Oh, wir können gar nicht, weil wir... Warum kommt denn jetzt das Dach runter? Och nö. Oh. Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Oh. Diese Stadt. Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Okay.
Okay, wir bleiben immer noch liegen. Also Kapitel 6, Ruinen. Nur eine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Okay, dann nimm mir die Karte mit. Das Headset hat überlebt. Also, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die... Notiz von Helga, 15. März. Wir sind dicht dran. Ich schmecke schon das Blut im Mund. Welche Geheimnisse wohl in der Kammer auf mich warten? Es sind König Ottos Geheimnisse. Mein Vorfahre gibt die Fackel an mich weiter. Ein Teil von mir ist davon überzeugt, dass der König aus dem Jenseits zu mir spricht. Das Flüstern in der Dunkelheit, das muss er sein. Notiz, Schreiner, diese grauenvolle Witzfigur von einem Mann kann jederzeit hier eintreffen. In seinem Brief schrieb er, dass Totenkopf angeordnet hätte, er solle mein Projekt beaufsichtigen. Ha, das werden wir ja sehen. Ich sollte meine Weinvorrat aufstocken. Hier weg, du blöde Fliege, um das zu überstehen. Mhm. Da. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Okay. Ich muss das Bootshaus zurück und nach Kester und Annette sehen. Wir brauchen einen neuen Plan. Ach so, ich habe ja ganz vergessen, dass wir die da noch, dass die da noch warten. Lol. So, ja, die Akte. Die hat ihr wahrscheinlich mitgenommen. Die ist hier nicht mehr. Ey, ich hatte 100% und da hatte ich 50 oder sowas, ne? Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Helgas Tagebuch, 5. Eintracht, 12. Januar. Also, ja, ein Tag vor meinem Geburtstag. Heute warten große Entdeckungen auf uns. Es ist wie früher, als Vater mich das erste Mal ins Nationalmuseum für Geschichte mitnahm. Damals sagte ich ihm, dass ich das Gefühl hätte, ich würde die Geschichte anfassen. Er antwortete mit einem Lächeln, die Geheimnisse der Vergangenheit, sagte er, warten nur darauf, entdeckt zu werden. Eine Ausgrabungsstätte ist im östlichen Teil der Ausgrabungsstätte auf ein großes Grab gestoßen. Es enthielt die sterblichen Überreste von mindestens 83 Menschen. Wow. Erwachsene und Kinder. Es scheint, als hätte in der alten Kirchruine, die von den Leuten hier entweihte Kirche genannt wird, vor 1000 Jahren ein Massaker stattgefunden. Ja, so muss es gewesen sein. Alles, was wir bisher gefunden haben, deutet darauf hin. Meine Theorie wurde bestätigt, wie ich zuvor vermutet hatte. Der erteilte König Otto persönlich den Befehl, die Kirche und das dazugehörige Dorf zu erobern. Ah ja, warte mal. Okay, funktioniert nicht, da muss ich scrollen. Zu erobern, da, ich muss jetzt mal gucken. Gleich zumachen. Das Dorf, Dorf dem Erdboden gleich zu machen. Er entsandte einige seiner Ritter, die seinen Befehl in die Tat umsetzen sollten. Das erklärt auch, warum wir einige Artefakte gefunden haben, die König Ottos Rittern zugeordnet sind. Außerdem hat Rudolf es geschafft, den hiesigen Priester nach einigem guten Zureden davon zu überzeugen, uns einen Brief von König Otto zu geben, den er bei seinem Vorgänger zu Hause gefunden hat. Demselben Priester, der vor einem meiner Patienten Michael umgebracht worden war. Der Brief ist in Althochdeutsch verfasst. Die Übersetzung sollte allerdings schon bald abgeschlossen sein. Aber warum König Otto einen solchen Befehl geben sollte, bleibt mir ein Rätsel, das mir eine Ruhe lässt. Ja, keine Ruhe, aber ich komme der Antwort immer näher. Ich muss nur noch etwas tiefer graben. Zusammen mit dem Brief wurde unter den Dielen in der Küche des besagten Patienten noch eine alte Karte gefunden. Vermutlich von der unterirdischen Anlage, nach der wir suchen, die aus dem Federn
eines von König Ottos Gelehrten stammt. Auf der Karte stehen Befehle, ich werde diese Worte lernen, vielleicht sind sie ja von Nutzen. Wenn wir gefunden haben, was immer dort unten auf uns wartet. Wir machen ein ganz schönes Geheimnis draus von so einer Ausgrabungsstätte. Wow. Ja. Okay. Hier hat es aber ganz schön. Da hinten brennt's. Also das Dorf brennt wieder. Was war das jetzt? 31 Jahre und das Dorf brennt wieder. Und Massengrab. Also ich denke mal eher, dass das sowas wie ja, das nehmen wir mal mit. Dass das wahrscheinlich wieder sowas ist gewesen ist. Munition. Oh, hier geht's hoch. Ich dachte, das wäre eine Mauer.